Grüezi, liebe Zuschauer. Die Bursten und Mädchen, die mit dem Riebgärtler für einen schwungvollen Auftakt zu unserem heutigen volkstümlichen Programm gesorgt haben, sind alles Mitglieder der Trachtengruppe Affoltern. Und wie Sie den Trachten und im Hintergrund da bereits gesehen haben werden, Affoltern im Emmental. Aus dem Emmental kommen aber auch alle anderen Mitwirkenden, z.B. die Familienkapelle Ebi, das Schweizer Örgeli-Trio Gotthelfsegg, die Bauernkapelle Grünematt und die Emmentaler Hausmusik. Das Emmental ist ja in Bernbiet sicher die Gegend, wo alles Volkstümliche und Bodenständige noch besonders gut erhalten ist und auch mit Liebe, ja sogar mit Begeisterung, gepflegt wird. Neben mir zu zum Beispiel sitzt Frau Rosalie Niedecker. Sie ist Trachtentanzleiterin und zwar leitet sie mehr als ein Dutzend Gruppen und kann uns sicher über die Affolterner Burschen und Mädchen noch etwas näher sagen. Vor ungefähr 2 Jahren ist die Trachtengruppe Affolter gegründet worden. Wir sind 50 Mitglieder und alle kommen gerne fleissig proben. Ich freue mich an diesen lieben Leuten, besonders an den Burschen. Das Tanzen liegt mir hier, weil ich im Emmental von jeher gerne tanzen wurde. Das beweist ja nicht zuletzt den alten Stich, der im Rittersaalvereinmuseum in Burgdorf aufbewahrt wird und ein Hochsieg im Emmental zeigt. Mit dem Polka aus dem Bauerntrögli haben wir die Emmentaler Hausmusik kennengelernt. Unterdessen hat sich die Trachtengruppe Affoltern aufgestellt für den Berner Siebenschritt. Thank you.
Nach dem Tanz, den man im 42 am Bernfest zuerst mal vorgeführt hat, ist die Reihe am Schweizer Örgeli-Duett «Gott helf Seck» von Grünematt. Die Emmentaler Hausmusik wird jetzt abgelöst von der Familienkapelle Ebi von Affoltern. Vater, Mutter, zwei Töchter und zwei Söhne. Musik.
Als ein grünes Hügelland im Schoss der Freien Schweiz wird das Emmental in einem Lied geschildert. Und nie geht so schön und lustig, heisst es ja in einem anderen bekannten Volkslied. Die Ströme der Fremden und der Touristen gehen zwar am Emmental vorbei, aber wer trotz unserer heutigen, schnelllebigen, motorisierten Zeit doch noch Lust hat auf Ruhe und auf Gemütlichkeit, der findet Erholung, schöne Landschaft und auch gute Luft im Emmental. Kein geringerer als der Jeremias Gotthelf hat die Gegend folgendermaßen geschildert. Mitten fast im Kanton Bern erhebt sich das Emmental, das von Gott in Natur und Menschen begabte und von den Menschen in Natur und Menschen so vernachlässigte, das so gerne stolze und schweigsame, das bedächtige und etwas allzu vorsichtige oder misstrauische, ein Edelstein des Kantons, aber ein ungeschliffener. Eng begrenzt ist der Horizont von waldigen Hügeln, an deren Fuß die unzähligen Täler sich ziehen, von rauschenden Bächen bewässert, die in stillem Murmeln ihre Geschiebe wälzen, bis sie den Schoß der Emme finden. Thank you.
Das war nochmal die Emmentaler Hausmusik mit dem Schottisch beim Hagelhans. Und jetzt, wenn wir die Musikanten ein bisschen ruben und ein Filmbericht anschauen, das Valerie Blickensdorfer gestaltet und Wasserrad zu finden. In der Nähe von Ramsey im Emmental haben wir aber schliesslich eine Mühle gefunden, und zwar ein Max Gfeller seine. Leider aber steht die Mühle viel still, es gibt nur noch wenig Korn zum Mahlen und so verschlafen das Wasserrad und die Mühlestein fast das ganze Jahr. Das gleiche Schicksal hat noch manche andere kleine Mühle getroffen. Die meiste Frucht wird eben heute von Fabrikmühlen gemahlen. Ja, idyllisch sind es schon gewesen, die alten Mühlen mit ihren Wasserrädern, ihren Zahnrädern und ihrem Spinnennetz von ledrigen Treibriemen. Heute stehen fast nur noch Papiersäcke beim Müller umeinander. Und wenn so einer einmal einen Schranz verwünscht, dann nimmt man halt einfach einen neuen. Nur noch etwa die sieht man an so einen schönen, währschaften alten Zwilchsack. Möglichst schön gedruckte Säcke sind früher der Stolz von jeder Bauernfamilie gewesen. Viele sind zufrieden gewesen, wenn sie können mit schön verschnörkelten Buchstaben ihren Familiennamen und eine Jahreszahl auf die Müllisäcke drucken. Richtige Dorfbaröne haben aber herrliche Familienwappen in Auftrag gegeben. Also ganz astrein sind zwar die Familienwappen nicht alle will gewesen. Auf alle Fälle hat ein amtliches Gutachten im 18. Jahrhundert grosszügig gesagt, in Wappendingen findet auf dem Lande keine Regel statt. Heute will fast niemand mehr so schöne Säcke. Der Herr Moritz Lüthi aus Oberhofen bei Burgdorf kennt sich aber in der Kunst vom Sackdrucken noch aus. Zuerst wird der Stempel von der Kartusche, das ist die prunkvolle Verzierung ums Wappen herum, unter Press geschürgt. 2 bis 3 Mal presst der Herr Lüthi jetzt die Kartusche fest auf den Zwilchsack. Es soll einen schön gleichmäßigen Abdruck geben. Schon Herr Lüthi, sein Vater, hat mit Sackstempeln gewerkt. Noch während dem Ersten Weltkrieg haben sie viele tausend Säcke gedruckt. Aber leider sind dann immer mehr Papiersäcke aufgekommen und jetzt sogar Plastiksäcke. So, jetzt sollte es aber langsam langen. Sorgfältig nimmt der Kartuschen weg, sie klebt noch etwas und da werden Abdruck. Als nächstes kommt das Wappen dran. Zuerst noch muss der Herr Lüthi die Farbwalze tüchtig einfärben. Früher hat er auch die schwarze Farbe noch müssen selber anmachen, aber heute kauft er sie fertig als Postsackfarbe. Die Walze, die jetzt über den Sackstempel streicht, ist aus Holz. Ihren Filzüberzug verteilt die Farbe schön gleichmäßig. Den Druckstock muss man sorgfältig einfärben, sonst gibt es keinen schönen Abdruck. Lüthi zielen lang und genau, bis er den Wappenstempel schön in der Mitte der Kartusche hat. Wieder drüllt er die alte Presse fest zu. Dann muss er eine Weile warten, aber der Herr Lüthi hat es ja genau im Gefühl, wenn er die Presse wieder aufmachen kann. Ein Meister Lüthi, sein Vater, hat damals noch selber Sackstempel geschnitzt. Aber diesen Auftrag gibt es heute leider nicht mehr. Höchstens etwa die Nachdrücke mit alten Stempeln. Ein wunderschöner Druck ist es geworden. Der Sackstempel geht jetzt aber nicht etwa zurück zu neumit einer Familie, der gehört nämlich schon längere Zeit neumit anders an. Ins Museum vom Rittersaalverein zu Burgdorf. Der Verein hat eine grosse Sammlung von alten Sackstempeln zusammengetragen. Da kann man sich an den schönen, alten, sauber geschnitzten Druckstöcken verweilen. Es sind auch alte Mühlisäcke zu schauen und Menge davon ist mehr als 100 Jahre alt. Die ganze Sammlung ist an einem einmalig schönen Ort ausgestellt, nämlich im Schloss zu Burgdorf. Menge von diesen ausgestellten Sackstempeln ist buchstäblich im letzten Augenblick vor dem Feuertod gerettet worden. Wo das Alt noch nicht so viel der Wert war, vor ein paar Jahrzehnten, hat nämlich Menge Bauer seine alten Sackstempel einfach verheizt. Bei diesen Druckstöcken sind Menschen- und Tierfiguren eigentlich eher selten. Die meisten zeigen geometrische Motive und Rosettli und Blumen. Viele von diesen Wappen sind eher eine Art Bilderrätsel. All die Druckstöcke sind aus gut abgelagertem Birnbaumholz geschnitzt. Kommen Sie, wir schauen ein paar von diesen Sackstempeln mal an miteinander.
Da ist zum Beispiel das Wappen von der Familie Kistler. Und das Wappen von der Familie Eichenberger. Und da echte Berner Adelswappen von der Familie de Graffenried. Die Familie Niehans. Das Wappen von der Familie von Luternau. Dann die Familie Michel. Und das ist ein sogenanntes Sprechenswappen, nämlich das von der Familie Locher. Da haben wir das Wappen von der Familie Weber mit «ä» geschrieben. Die Familie Rieser. Und da das Wappen von der Familie Hartmann, also Hartmann. Schaut auch hier nach ein richtiges Mühlefuhrwerk, schwer geladen mit alten, verzierten und gedruckten Zwilchsäcken. Das ist wie ein Gruß aus diesen grusamen Zeiten, wo man sich noch Mühe gegeben hat, aus ganz gewöhnlich alltäglich Handwerkszeug zu verzieren und zu schmücken und damit zu zeigen, wie man seine Ehre halte. All die Sachen, die man mit viel Liebe geschmückt hat, waren ja nicht Ziergegenstände gewesen, nein, sie haben mitgeholfen, das tägliche Brot zu gönnen. Unterdessen hat sich wieder die Familienkapelle Ebizweg gemacht, eine musikalisch vielseitige Gruppe, die jetzt wieder in einer anderen Besetzung spielt als voran. Im Chalet Frohsinn, in Affoltern, wo sie bis daheim sind, spielt Jung und Alt Handorgeln und so können die Eltern zusammen mit drei Jungen das fünfte Höchstschweizer Orgeln und sich erst noch von einer Tochter, einem Meierli, mit der Bassgeige begleiten lassen. Und noch etwas darf man erwähnen. Auch die Stückchen werden selber geschrieben. Der Walzer zum Beispiel hat der Vater, der Jakob Ebi, gemacht. We'll be right back.
Das, liebe Zuschauer, war nochmal die Bauernkapelle Grünemat, und zwar mit dem Mazurka «Ich und du». So, und damit wären wir eigentlich am Schluss von unserem volkstümlichen Abstecher ins Emmental. Vielleicht darf ich Ihnen ganz schnell nochmal sagen, wer alles mitgemacht hat, nämlich die Familienkapelle Ebi, das Schweizer Örgli-Trio Gotthelfsegg, die Emmentaler Hausmusik, die Bauernkapelle Grünemat und die Trachtentanzgruppe Affoltern, die begleitet worden ist von der Länderkapelle Geschwisterte Ebi und wo ich sie jetzt nahe, der Mazurka Mertgässler tanzt.